Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder einschaltest. Bei City Skylines mit Guardian Angel. Ja, letzte Folge hat uns nicht nur ein Tsunami alles kaputt gemacht, sondern zwei direkt hintereinander. Ich habe nicht wirklich viel gebaut in den letzten beiden Folgen, außer die ganzen Hochwasserschutzgebiete, was echt blöd aussieht. Aber es hat seinen Zweck erfüllt, genauso hier vorne, diese riesige Wand aus Felsen. Es sieht echt blöd aus. Da kommen wir gerade aber nicht drum herum. Das Wasser lassen wir später mal abfließen, weil ich glaube, zurzeit fließt es irgendwo ab. Heute kümmern wir uns aber erstmal darum, dass unsere Hauptstadt hier auf dieser Insel aufblüht. Und zwar ist die Straße ja tatsächlich wieder frei befahrbar. Hier ist so das Schlimmste gebannt. Hier steht noch ein bisschen Wasser um die Stromleitung, das ist ganz okay. Nein, ist nicht okay. Falls das Kinder hören sollten, ist nicht okay. Strom und Wasser ist absolut nicht okay. Da passieren schlimme Dinge. Hier bei City Skylines geht es gerade nicht anders. Wegen einem riesen Tsunami. Also auf gar keinen Fall den Föhn in die Badewanne werfen. Unsere Stadt steht noch. Das Industriegebiet steht noch. Alle Leute wollen scheinbar in unsere Stadt. Die scheinen alle irgendwie ein bisschen irre zu sein. Und Tsunamis zu lieben. Aber wenn die Leute wollen, dann kriegen sie, was sie wollen. Ne? Sagt man noch. Jetzt müssen wir uns aber erstmal ein bisschen Wasser besorgen. Weil. Ja, warum überhaupt? Nee, brauchen wir gar nicht. Doch, das hier. Genau, das hier wollte ich. So, das reißt mir das hier ab, weil ich ja einer bin, der gerne alles gerade hat. So. Das Stück, das stört mich auch. So, jetzt ist okay. So. Alles abschalten. Da ist in etwa die Mitte. Da ist der Knotenpunkt. Ich mag aber den Knotenpunkt nicht. Will ich nicht. So. Ja, das kostet Geld, wenn man schön bauen will. Aber müssen wir jetzt durch. Da ist schon wieder dieser blöde Knotenpunkt, weil ich einen Fehler gemacht habe. Jetzt ist richtig. Das ist bestimmt noch der Schock, der mir in den Knochen sitzt. Von den ganzen Tsunami-Wellen. Lass mich hier falsch denken. So. Hauptsträßchen. Müssen wir da hin? Stopp. Nein, da müssen wir nicht, aber wir müssen hier. Der Knotenpunkt ist okay. Doch, da müssen wir auch hin. So. Das ist okay. Hier haben wir die Hauptsträßchen. So. Dann müssen wir noch einmal hier rüber. Und noch da. So. Bei 2000 Leuten lohnt sich noch nicht, den ganzen Verkehr zu regeln. Deswegen gucken wir jetzt erstmal, was wir hier Leute ranschaffen. So. Strom. Haben wir tatsächlich noch genug? Ich glaube, ein Kraftwerk. Ja, hier müssen wir doch tatsächlich wieder Verbindung einsetzen. So, weil wir brauchen den Strom von dem hier. Wir die volle Last haben. Denn wer kein Geld hat, um neuen Strom zu besorgen, der muss halt anders arbeiten. Ach ja. So. Dann ziehen wir doch erstmal unser neues Gebiet hier hin. Hoch. Aber Strommast bauen wir noch. Weil wir bauen immer von innen. Schönes Gebäude. So. Hier die erste Straße hin. So. Mit den Wohngebieten ist halt erstmal Hauptsache, wir kriegen Geld. Leute, die bei uns wohnen wollen. Alles andere, damit das wirklich später richtig schön aussieht mit Wäldern, Parks, Zoos und sonstigem. Das machen wir erst deutlich später. So, ich schätze mal, 10.000 Leuten werden wir damit beginnen. Ganz einfach, weil sich das so nicht lohnt, genau seinen ganzen Verkehr zu regeln, das macht auch noch keinen Sinn. Zum Beispiel die Bahn, das reicht erstmal vollkommen aus. Für unsere Zwecke. Ganz am Anfang, jetzt haben wir da 9,8 Leute. Ist das euer Ernst? Wo ist der denn jetzt schon wieder? Ich brauche langsam die 2.500 Leute, damit ich schneller und effektivere Infos bekomme. Hier scheint irgendwas freigelegt worden zu sein.
Warum? Warum? Das ist unnötig. Das ist doch nicht normal. Ich brauche eine Straßenmeisterei. Klatsch. Ich glaube, der ist tot. Definitiv. Ja, zieh über die ganze Autobahn. Ist okay. Ist okay, ja, komm. Was ist hier los? Achso, das sieht einfach nur so hässlich aus. Ich krieg die Krise. Naturkatastrophen. Überall. Everywhere. Die Bürger sind unzufrieden. Ja, das ist halt so, wenn Tornados durch die Gegend flitzen. So. Ne, der Park ist halt zu groß. Nochmal einen kleineren Park. Das ist so eine Schule hin zur Zufriedenheit. Kann ich mir das leisten? Kann ich mir leisten? Ja. Aber jetzt mal in die Hauptstraße. Möglichst ohne, dass was abgerissen werden muss. Moment, da muss ich jetzt den Verkehr gerade prüfen. Ach so, ja, genau. Schule. Setzen wir die. Ich glaube, nee, da war zu viel Probleme mit Wasser. Da aber auch. Setzen wir hier rein. Ich glaube, da war aber auch Wasserprobleme, ne? So, das ging ja hier, dann da. Ja, die müssen wir später noch die Straßenverkehrsführung ändern. Setzen wir die erstmal. Ich glaube, die setzen wir erstmal nach hier. Nehmen wir mal hier hin, da geht nur ein Haus für Flöten. Die erste grüne Schule. Ja, das hat auf jeden Fall schon mal die Zufriedenheit gestärkt. Und erhöht. Der Tornado soll ich schon riskieren. Oh, zum Glück gibt es keine Hurricanes hier in diesem Spiel, ey. Saugt der jetzt auch Wasser an? Stärker? Der zerstört einfach nur die alles. Riesenschneise. Okay, hier die Schneise ist schon wieder weg. Ach, das wird auch wieder grün. Glaube ich. Wird es wieder grün? Ich meine ja. So, dann machen wir das hier mal wieder heil. Ich glaube, der Tsunami ist... Ach, nicht der Tsunami. Temperatur. So, dann können die Autos wieder fahren. Nicht genügend Geld. Komm. Money, money. Können sie wenigstens wieder in die Richtung fahren. Die andere Seite kümmern uns jetzt gleich drum. Ich habe mein Auto gerade am Fenster vorbeifliegen sehen. Auch nicht schlecht. Das ist ein cooler Spruch. Ja. Ich habe mein Auto draußen nochmal am Fenster vorbeifliegen sehen. Gott, wer hat das noch nicht? Wer hat das nicht schon mal behaupten wollen? Und was machst du so? Ah, ich habe mein Auto gerade vorbeifliegen sehen. Cool. Sonst? Ach, sonst war es super. Saß nicht drin. Nee, nee, nee. Das ist was hier. Arno. Ja, ich weiß. Es zieht jetzt schön über den Berg. Tsunami. Boah, ich hoffe, wenn von da ein Tsunami käme, wird der hier reinbrechen. Aber, ja, komm, das... geschenkt. Dürfte eigentlich nichts passieren. So. Genau. Machen wir hier mal weiter, ne? Ja, Burger anziehen. Müssen wir Burger anziehen. So. Gewerbe. Gewerbe, Gewerbe, Gewerbe. Setzen wir doch. Der Kreisverkehr sollte ja bestehen bleiben. Hier ein Gewerbegebiet nochmal hin. Wasser ist da. Strom. Strom. Ja, sieht alles ein bisschen hässlich aus, aber ist okay. Ach, Strom kommt von oben. Ist alles nur im grünen Bereich hier. Der Strom kommt von da, das ist auch okay. Ist alles noch im grünen Bereich. Ach Mist, ich habe kein Obst mehr. Ja, schön. Kein Verlust. Zerstörte Straßensegmente, zerstörte Zugroute. Okay, ja, kommen wir mit leben, ne? Nee, müssen wir mit leben. Müssen wir mit leben. Ich genau. Ja. Kommen wir uns jetzt drum. Reparatur wird erledigt. So. Dann fließt der Verkehr jetzt so wieder aus beiden Richtungen. Das heißt, die Leute können wieder rein und raus. Sie
Ja, zu den Brücken und zu dem Umbau hier bin ich immer noch nicht gekommen. Hier passiert erstmal nichts. Das ist okay. Ja, 2000 plus, das ist auch okay. Ziehen wir nochmal das nächste Wohngebiet hoch. Brauchen wir, sagen wir schon nichts gebaut? Nee, brauchen wir noch nicht. Was haben wir denn hier? Basisroll, was Painted Media. Ja, das kann man später mal machen. Die Stadt noch schöner werden soll. Straße würde ich gerne einziehen. Hier frei. Hier eine schöne Kreuzung rein. So. Da rein. Ja. Dann reißen wir hier den Strommasten ab. Wer kann die Leute jetzt bestehen? Hey, ich hab den Strom. Kümmern uns drum. So. Dann sollte da jetzt eigentlich gleich Strom fließen. Auf jeden Fall. Ja, doch, fließt. Warum fließt nicht? Oh. Ja, jetzt. Jetzt wieder alles top. Top und tutti frutti. Das funktioniert. Ach, das wird alles hier von einem versorgt. Ist ein bisschen eng. Ich kann mir gerade kein zweites leisten. Werden wir hier unvorsichtig, wie immer, Strompreis bauen müssen. So, damit haben wir unsere Stadt wieder mit Strom versorgt. Komplett. Wir haben auch genug. Im Notfall, bevor ich ein neues baue, werde ich die Leistung ein bisschen hochschrauben. Da ist noch was kaputt, aber das ist egal. Hat das hier von selber repariert? Nee. Einfach nur nicht angezeigt. Okay. Ja, das brauche ich jetzt nicht reparieren. Wie sieht das überhaupt aus, wenn das kaputt ist? Ja, ein bisschen kaputt, ne? Okay. Autos fahren. Eine Brücke wollte ich hier mal hinsetzen. Aber... brauchen wir eine Brücke? Warte mal. Wie habe ich das denn hier überhaupt gemacht? Das hat doch überhaupt gar keinen Sinn. Doch, für den Fall, dass das hier brennt. Und, genau, dafür. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Bauen wir jetzt aber... was ist das? Ja, okay. Das, Parking Space Support Local Traffic. Nee, das brauchen wir nicht. Ich hätte jetzt gerne hier eine Brücke. So, dann gehen wir hier mal hin. Ich glaube, da muss ich das hier nehmen, ne? So, ne, das müssen wir später mal gucken. Jetzt poppt das da auf. So. Das war ja richtig. So. Jetzt machen wir hier eine Ebene nach oben. Das sieht aber nicht so schön aus. Das kann man noch ziehen. Ja. So ist schon viel schöner. So, jetzt können wir weiterbauen. Jetzt müssen wir es abschalten. Warum geht das nicht? Oh, wir haben 2400 Bevölkerung erreicht. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich Gebäude, jede Menge Straßen bauen können. Okay. Da muss ich glaube ich mal eine Mod rauswerfen. Das ist nicht so viel. Wasservorratstanks. Das ist eine coole Sache. Das ist richtig cool. Notunterkunft, ja. Gibt's das ist aber echt cool hier. Postamt gibt's auch. Wellenkraftwerk, ja. Aber ich brauchte... brauchen wir das da? Nee, das brauchen wir erstmal. Das brauchen wir, glaube ich. Ich glaube, das brauchen wir. Das kümmere ich mich gleich mal rum. Machen wir erstmal hier weiter. Das ist Mist. So, jetzt müssen wir hier eine Brücke bauen. 2 oder 4 Höheneinheiten, dann soll es passen. Warum geht's nicht? Warum? Das sind doch schon 4 Höheneinheiten. Nein, jetzt wieder nur auf 2 gesetzt. Ich krieg die Krise mit dieser Straße.
So, jetzt aber. Zwei. Ach, das ist fein eingeteilt. Verstehe. Verstehe, wie hoch muss ich denn hier? 10? Reicht 10? Gucken wir mal. Ja, 10 reicht zu reichen. Ja, scheint zu reichen. 8 scheint auch schon zu reichen. Acht. Kann ich auch noch runter. 6. Ne, 6 ist zu wenig. Müssen wir auf 8 hoch. So, dann können wir aber doch eigentlich sagen. Okay, da machen wir es nicht. Dann machen wir ein bisschen weiter hinten. Klappt das auch ordentlich. So, setzen wir wunderbar hier hin. Warum nicht? Fernung zu gering. So. Was schauen wir denn jetzt schon wieder? Ja, Kurve wollte er mir setzen. Ich will aber keine Kurve. So. 8. 8 war richtig. So. Das ist wunderbar. Jetzt brauchen wir die Kurve. Das hier alles, ach, kein Wunder, wenn ich so schön bauen. So, hier machen wir jetzt drei Einheiten, ne? Ne, 4 Einheiten. Und in die Richtung machen wir auch 4 Einheiten. Reißen wir das Stück hier nochmal ab. Oh, komm schon. So, setz mir ein Köpfchen dahin. So. Das ist gut. Das müssen wir noch in die Richtung drehen. Das machen wir, damit die Müllabfuhr wieder fahren kann wie vorher. Also quasi wie hier. Nur ein bisschen realistischer, weil wo gibt's das hier? Jetzt können die da hoch. Dann gleich hier wieder runter. So. Kurve. 4 Einheiten. 4 Einheiten. So, und dann ziehen wir die jetzt einfach dahin. Selbe Höhe. Passt. Sieht doch wunderbar aus hier. Darüber. Hier wieder in die Stadt zurück, wenn man muss. Also, könnte auch sein, dass jemand verfahren hat. Die Polizei, dann braucht die auch nicht so weit zu fahren. Oh, wir haben schon wieder 39.000, das ist schon heftig. Dann könnten wir eigentlich hier, das ist nämlich auch blöd, für die Müllabfuhr vor allem. Dann machen wir hier dasselbe. Mal hier war direkt eine Abbiegung. So. Zwei Höheneinheiten reichen eh nicht. 10, 8 Meter mussten wir, meine ich. So, das ist okay. Jetzt muss. So, nee, da brauchen wir eine Gerade. Zwischenstück. Da, so, jetzt können wir hier wieder runter. Die Einheiten. Und wieder hier runter. Ja, das ist schon mal schöner. Jeden Fall schon mal besser gestaltet als vorher. Das lassen wir, damit man direkt auf die Autobahn kommt. Ich hoffe, das ist eine Autobahn. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Das passt. Hier kommt man auch raus. Ja, passt doch. So schön. So, ich guck mal gerade, ob ein Tsunami unterwegs ist. Nein, ist keiner unterwegs. Können wir hier mal in Ruhe weiterbauen. So, noch ein schönes Gewerbegebiet hier rein. Machen wir hier rein. Ach, wird gerade schon vergrößert. Nee. Wird einfach noch hochgestuft. So, dann können wir hier noch ein paar Häuschen hinsetzen. Schon mal als Vorsichtsmaßnahme, falls wieder mehr Leute kommen wollen, als wir am Platz bieten können. Hier werden wir gleich auch noch was hinsetzen. Was vielleicht gleich beim nächsten Mal.
Das Gebiet funktioniert. Der kann weg. Das stört nämlich jetzt. Setzen wir das. Passt wunderbar. Wunderbar. Ich bin echt zufrieden für heute. Was wir hier hingekriegt haben. Hier nur ein kleines Gewerbegebiet hin. Der Kreisel ist schön. Er läuft. Da müssen wir uns später drum kümmern. Da müssen wir so rumfahren. Ja, Schutzraum. Ne, Schutzraum. Das gucke ich mir jetzt gleich mal an, damit ich für die nächste Folge vorbereitet bin. Und weiß, was wir tun können. Denn das war's auch schon für heute. Was wir heute geschafft haben ist, wir haben hier die Stromverbindung, Strom wiederhergestellt. Den Stromkreis. Hier haben wir den Stromkreis erweitert. Hier haben wir unser Gewerbegebiet aufgebaut und unser neues Viertel, das noch keinen Namen trägt. Namen kommen später. Und das, hier haben wir eine schöne kleine Brücke gebaut. Können die LKWs direkt in die Stadt fahren, müssen nicht erst den Umweg machen, hier lang, aus der Map raus und wieder zurück. Und jetzt habe ich die Stadt verloren. Und wir haben mal eingerichtet das Feuerwehr, Krankenwagen. Haben wir überhaupt eine Feuerwehr? Feuerwehr haben wir gar nicht. Muss ich noch dran denken, das machen wir beim nächsten Mal. Feuerwehr bauen. Dann hatten sie mich vorbereitet. Hier hat ich den Strom rechts unterbunden. Ja, auf jeden Fall muss man jetzt nicht diesen riesen weiten Weg weiterhin über die Autobahn nehmen, sondern kann sofort wieder zurück. Und man braucht auch nicht erst ins Gewerbegebiet reinzufahren, um wieder zurückzukommen. Das ist dann schon ganz praktisch. Ja, das ist dann so viel von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Abo da oder auch einen Kommentar oder auch ein Like nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal.